Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Valheim mit dem lieben Madisto. Hallo. In der letzten Folge haben wir endlich das Bronzezeitalter eingeläutet und können jetzt Bronze verarbeiten, also Kupfer und Zinn verarbeiten und daraus Bronze herstellen. Und jetzt sind wir schon voll krass, aber müssen trotzdem erst unsere neuen Werkzeuge herstellen, damit wir vielleicht mal nicht ganz so oft sterben. Und deswegen werden wir jetzt in den Dunkelwald wandern und werden da uns Zinn besorgen, weil das ist da, glaube ich, irgendwo im Wasser. Und ja, in der Infokarte habe ich euch die letzte Folge verlinkt. Falls ihr sie verpasst habt, da könnt ihr gerne reingucken. Und dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Oder? Ja, genau. Dann dieses Mal in den uns schon bekannten Dunkelwald hier lang. Hoffentlich sind die Gegner jetzt nicht auch stärker geworden. Wir leveln ja immer Quatsch. kräftig. Das heißt, allein wenn wir zum Beispiel irgendwie springen, schlagen, tralala, dann gibt es Aber irgendwann die so leveln doch, einen glaube ich, noch Schein. mit. Ja, das weiß ich halt nicht. Ich hoffe Nee, ich nicht. glaube, die sind in den Biomen. Wir laufen richtig. Ich glaube, Okay. pro Biom gibt es dann unterschiedliche Gegner. Deswegen hatten wir doch am Anfang so Pech, weil wir schon so nah am Dunkelwald gespawnt sind, dass wir da immer Ja. gestorben sind, weil da so starke Gegner waren. Das ist, glaube ich, alles Aber echt nett. biombezogen. Okay. Ja, da Na, mal steht ja auch noch das gucken. Mahnmal, unser altes Haus. Ab hier beginnt das Wer hat Grauen. denn hier die Also Wände eingerissen? begann. Was ist denn hier los? Der Verfall beginnt. Schweinerei. Aha. Der erste Gegner. Ah, drei auf einmal. Ja, kommt her. Ey, ey, ey! Ihr sollt herkommen, nicht Steine werfen. Ach toll, ich hätte ja auch mal meine Sachen reparieren können, ich Trottel. Ach naja. Stimmt. Ja, also es wäre jetzt auch komisch, wenn wir jetzt mal voll mit einem Plan losgezogen, oder? Ja. Wir ziehen Sonst. meistens mit einer Idee los. Jetzt sind der Dritte. Den habe ich gerade umgebracht. Okay, sehr schön. Oder du Wo vielleicht? Ich lang? habe keine Ahnung. Wir sind schon richtig, wir sind schon im Düsterwald. Okay. Und jetzt müssen wir hier zum Wasser, aber wenn wir mal eine Kupferader sehen, können wir die schon gleich mitnehmen, da wir den ganzen Quark ja brauchen. Ich habe mir tatsächlich eine auf der Karte markiert. Also ich hoffe zumindest, dass da noch Ist Kupfer es ist. hier vorne gleich direkt vor uns? Ich habe hier auch was markiert. Ja, genau. Ja, Ach ja, ja, ja. das hatte ich markiert, damit du dir das mal angucken kannst, damit du auch weißt, wie so eine Kupferader aussieht. Das ist keine. Nee. Aber erstmal kaputt machen. Ich habe eine Bewegung gesehen und erstmal zuhauen. So, hier irgendwo war Hier, das, oder? das ist eine Ja. Kupferader. Ah. Wollen wir direkt abbauen? Würde ich sagen, dann bauen wir die ab, aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu voll werden, weil wir ja noch Zinn brauchen. Ansonsten Stimmt. war der Weg wieder umsonst. Stimmt. Ja. Das Ich dauert habe mir gerade jetzt schon zu lange. kräftig geklickt mit der Maus, dabei muss das gar nicht sein. Ich muss einfach nur halten. Oh, das Ja, vergesse ich stimmt. auch Das ständig. es könnte echt schneller gehen. Ja, wir Spitzhacke-Level. sollten. Ah, wir werden von hinten angegriffen. Oh je. Wir sollten unsere Werkzeuge vielleicht mal auch auf 3 aufwerten. Wäre vielleicht auch eine Idee. Ah, stimmt. Ja, einfach der Holz droppt. Wie viel haben wir jetzt eingesammelt? Vier. Oh, das ist ja nicht sehr ergiebig. Aber ich glaube, umso mehr wir auch die Spitzhacke verbessern, ich glaube, umso mehr, umso besser, effektiver wird die. Ist Ah, hier ein okay. Gegner? Ja, Tatsache. Komm her, ich Dann mach dich komm her. Messer. Bam. Auf den Dates. Bam. Und nochmal. Bam. Jetzt Du traust hast dich so nicht viel mehr, Wut wa? im Bauch. Ja. Und einen tollen Hirschklöppel. Nee, wie hieß das Ding? Hirschhauer. Du weißt schon. So. Der ist Matsch. Hast du Oh, uns das jetzt hier in dauert aber Ruhe? auch lange. Ja. Ich habe erst 2 Kupfer. Ah. Wah! Das ist ja eine Katastrophe. Ja, aber echt. Okay, weil man hier halt auch sehr viel Stein sammelt. Ah, die müssen wir dann direkt wieder aus der Tasche wahrscheinlich Okay, jetzt ist werfen, wirklich meine sonst. Spitzhacke kaputt, ne? Ach Mann, ey. Ernsthaft? Ich gehe dann mal reparieren. Sterb nicht, während ich weg bin. Okay, ja, ich gebe mir Mühe.
Ich könnte ja mal Eiktür einwerfen für mehr. Ich drücke immer die falsche Taste. Was macht Eiktür nochmal? Ich vergesse das immer. Ausdauer schneller regenerieren, soweit ich weiß. Ich glaube, ich laufe schon wieder falsch, ne? Ich habe auch eine Orientierung wie eine Holzkatze. So. Schwein, Schwein, Schwein. Ich hab's doch genau gehört. Was? Für Zuschauer. Hinter mir hat sich wieder eine angeschlichen. Wollten den Stein in Zuschauer, ich habe gerade überlegt, so, hä, wir streamen doch gar nicht. Was für Zuschauer? Aua! Ja, komm du mal runter! Da. Er ist aber auch echt ein Grauzwergenaufkommen. Wahnsinn. Mach das jetzt. Schön. Fühlt level ich jetzt wesentlich schneller. Nicht mit der Hand. Springen und so. Ich sei schon genug durch die Welt gehüpft, aber nein. Ja, ich frage mich auch, ob das irgendwann mal ein Ende hat. Es wird wahrscheinlich immer langsamer werden. Da habe ich mich einmal fast durchgegraben. Und ich habe wahrscheinlich nur 3 Kupfer oder so. Ich habe auch 3 nur bis jetzt. Ich guck gleich mal. Na komm. Immer noch Kupfer vorkommen. So. Ich habe 7. Naja, geht voran. Aber wir wollten das ja gar jetzt... kein Kupfer, oder? Nee, eigentlich wollten wir 10. Aber ich weiß nicht, wenn, dann können wir das ja vielleicht gleich noch komplett abbauen. Oder wir lassen es halt und lassen es halt aber markiert. Die Frage ist ja auch, wie tief das geht. Jetzt ist meine Hacke auch gleich kaputt. Ah. Es wird Nacht. Auch noch. Geil. Dann ist die Frage, ob wir nicht vielleicht generell schnell schlafen sollten, weil ich glaube, nachts haben wir wieder nur mehr Probleme mit Grauzwergen, ne? Ja, da hast du recht. Dann komme ich mal schnell zurück. Bist du noch in der Basis, wollte ich sagen? Nö, ich wäre jetzt eigentlich bei dir. So. Ich kann dich jetzt abholen. Los, ab nach Hause, ist Essenszeit. Okay, okay, komm ja schon. Ich habe das Fleisch schon verbrannt, so wie das muss. So, wo müssen wir denn lang? Hier irgendwo, glaube ich. Folge mir unauffällig. Oder auch nicht. Lauf einfach ganz woanders weg. Ja. Hilfe, ich häng fest. Ich auch. Ey, hör auf zu schubsen. Ich sag's dir immer wieder, ich hab Joghurt im Rucksack. Aber ich will nach Hause. So, hier lang. Aber hey, es ist mal ein Tag vergangen und wir sind noch nicht gestorben. Wir sind aber auch noch nicht zu Hause. Stimmt. Oh Mann. Schnell auf Holz klopfen. Ja, ich hab's ja, so früh gesagt. So, ich glaube, da unten sind wir richtig. Na klar, sieht man doch oben schon auf der Karte. Stimmt. Vorausgesetzt, du hast dir das Haus markiert. Ich glaube schon. So. Ja, dann könnte ich das direkt da reinwerfen. Das Kupfer. Nee, ja, nee, wir brauchen doch Zinn. Das Kupfer einfach erstmal aufheben. Okay. Oh, aber cool, ich habe 2 Zinnerz reingehauen und habe 3 Zinnerz rausbekommen. Das heißt, wir können schon ein Messer machen. Geil! Jawohl. Das ich mache zuerst. Cool. Ich werde einfach mich vordringen. So, 9 Kupfererz. Kupferbarren. Aha. Ich darf das. Du hast schon ein gutes Waffel. Ein gutes Waffel. Genau. Das Waffel erst verstanden. Das ist natürlich auch toll. So, wo sind denn hier die Steine? Aber naja, dann sammeln wir gleich einen Schwung Zinn und dann haben wir das doch relativ schnell fertig, die Waffe. Ja. Guck, ich hab ein Messer. Hier ist noch mehr Kupfer. Ah, warte mal, ich mach das mal woanders hin. Aua, aua, aua. Wieso, kannst du das Kupfer nicht zum Kupfer machen?
Ich wollte jetzt Eisen, Kupfer und Zinn oben links sammeln. Oben links? Wir können das auch da rein. Ich habe oben in der Mitte habe ich schon. Obwohl, nö, dann können wir da die Edelsteine machen. Ist schon okay. In der Truhe, dann lassen wir da so Bernstein und so ein Kram. Und oben links machen wir dann Bronze und Zinn und Kupfer und all diesen Krempel. Dann das noch weg. Frieren. Ey, ich bin zu Hause. Ich sollte nicht frieren. Von diesen Krautzwergenaugen haben wir 41 schon. Ich frage mich, wofür man die braucht. Ich glaube, für irgendwas. Ich habe irgendwo schon mal was gesehen, aber ich bin mir unsicher. Und hier ist Durcheinander, sehe ich gerade. Bernsteinperle, okay, die hatte ich noch nicht mal aufgesammelt. Das kommt noch da rein. Jetzt haben wir 50. Dann kommt das da rein und das kommt auch da rein. Ja, die obere Truhe ist so ein bisschen Mischmasch, ne? Was ist das? Rubin. Aha, den mache ich dann auch oben rein. Oben in der Mitte. Das ist auch hier falsch. Das mache ich auch hier rein. So, okay. Ja, jetzt ich weiß jetzt auch, wo unser Gold ist. Ich hatte das nicht alles im Inventar. Das ist hier unten in der Truhe. Ah, okay. Das anteile ich doch ein bisschen schwierig. Also wir haben schon 142 Gold. Ich weiß, wenn wir irgendwann den Händler finden, kriegen wir von dem eine Angel. Und da brauchen wir, glaube ich, Gold. Ich weiß nur nicht, wie viel. Wahrscheinlich mehr, als wir haben. So wie immer also. Ja. Okay. Außen hängt noch das Fleisch. Ja, das ist Holzkohle jetzt bestimmt, oder? Ja. Na, wir brauchen ja eh ein bisschen Holzkohle. Zweimal habe ich es reingeworfen. Okay. Hey, jetzt dann lass uns mal schlafen. Was? Irgendwie scheint er noch was drin zu haben. Oh, ist jetzt die Frage, ne? Ob es sinnvoll ist, alles an Kohle da reinzuschmeißen. Nachher ist nichts drin. Ach nee, im Schmelzofen sind noch drei Gegenstände drin. Ja, richtig. Deswegen kam wahrscheinlich mehr raus, weil noch was drin war. Ganz toll. Wir haben uns schon gefreut. Ja, yeah, ich dachte gerade echt cool. Ein Kupfer rein und kriegen drei raus. Sehr gut. Und bevor wir losgehen, muss ich unbedingt noch mein Zeug reparieren. Ja. Und essen. Ja. Guten Morgen. Ach, das ist ja nett. Nee, ich hab nicht gut geschlafen. Mein Bett ist so durchgelegen. So. Ach so, siehst du? Was? Ich habe schlecht geträumt wahrscheinlich. Wo ist das Essen? Unten links? Ja, stimmt, du bist wirklich nass. Keine Ahnung warum. Jetzt bin ich wieder trocken. Oh Mann. Ehrlich. Erstmal nass geschwitzt. Achso, du kommst. Ja. Stimmt, man kann die nicht zusammen verwenden. Ah, verdammt, ich habe vor kurzem Minecraft gespielt, da geht das. Jetzt habe ich das wieder voll vergessen, dass es hier nicht geht. Oh. So, okay. Ich habe hier jetzt noch ein paar Sekunden. Los, mach hinne! Mach hinne! Ach, es regnet, deswegen war ich nass. Ah. Oh, es hat durch dein Fenster geregnet. Haha, bei mir nicht. Obwohl du, du hast das große Fenster. Oh. Also hier dieses... Ach nee, doch nicht. Du hast gar nichts vor dem Fenster. Ich schon. So, können wir unser Zeug schon verbessern? Aufwerten. Lederbrustpanzer, zerlumptes Hemd, Feuersteinaxt, Bogen. Aha. Warum kann ich denn... die Geweihspitzhacke nicht aufwerten. Haben wir die schon vielleicht auf 3 aufgewertet? Oder wir müssen dann vielleicht irgendwann... Ach, sag schnell. Die Werkbank höher aufwerten. Achso, ja. So, ich werde mal meinen Klöppel aufwerten. Oder hier, guck mal, kannst du das vielleicht bei der Schmiede machen? Die hat ja auch so ein... Reparier-Gegenstand. Da schaue ich gleich mal. Reparier-Gegenstand vor allen Dingen. Also ernsthaft. Mein Gehirn. Es funktioniert nicht, wie es soll. Es ist aber auch echt heiß. Man kann jetzt ein Knochenturmschild machen. Okay.
Kenne ich noch nicht. Und eine Midsommerkrone. Ach, schön. Oh. Da muss man Löwenzahn sammeln. Geil. So, ich will aber den Hirschbrecher aufwerten. Ich brauche Holz, Hirschtrophäen, Lederreste und Knochenfragmente. Und bis ich drin bin, habe ich das alles wieder vergessen. Ich bleib hier stehen, falls du was vergessen hast. So. Wie viel brauche ich? 10. Was wolltest du überhaupt machen? Den Hirschbrecher aufwerten. Ach so. So. Und noch irgendwo Knochenfragmente? Ich glaube, rechts oben. Oh ja, oh, da sind viele. Wie viel brauche ich von den Dingern? Weiß ich nicht, ich kann das nicht sehen. Ich habe kein Aufwertgedöns. Oh. Ich habe doch diesen Knochenbrecher da gar nicht. Ach, deswegen ist das hier auch nicht. Okay, stimmt. Ja, aber ich wollte ihn doch auch gar nicht haben, weil der so langsam ist. Das stimmt allerdings. So. Ich mag mein Schnitzelmesser viel lieber. Ein Lederrest und 5 Holz. Okay. Druckerei wieder los. Damit. Hä, wer schnarcht denn hier? Der Rest. Ist es denn? Ah, Leder ist, glaube ich, erste Reihe unten. Letzte Reihe unten. Lederreste gefunden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es Lederreste sind, die ich brauche. Nein. Ich brauche doch. Ich habe nicht genug Holz mit. Ach, Kernholz brauche ich. Davon wenn haben wir Kernholz. Ich wollte sagen, wenn wir welches haben, dann haben wir das. Och, richtig viel haben wir davon. 41. Ja, richtig ich wollte viel, sagen, aber wenn, dann haben wir das in der Truhe. Ja, cool. So, dann level ich den mal auf. Ich gucke aber auch mal hier. Was kann ich denn hier machen? Okay. An der, wie heißt das Ding? Schmiede, da können wir momentan noch gar nichts aufwerten. Aufwerten. Und das immer noch nicht. Ach doch, da oben ist es nach oben gerutscht. Feuersteinachsen, Lederreste und Feuerstein. Aha. Hast du deine Feuersteinachs auf 2 oder auf 3? Auf 1. Nee, auf 2. So. Kann ich die auf 3 upgraden? Es ist immer. Da brauchen wir 6 Lederreste für, ne? 4 Lederreste und 6 Feuersteine. Aber er zeigt. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso? Wo ist denn die Feuersteinaxt? Feuersteinaxt wird bei mir oben mit einer kleinen 2 angezeigt, also Level 2. Mhm. Ich könnte die aber upgraden. Ja, dann mach doch, wenn du alle Zutaten eh gerade dazu in der Tasche hast, dann mach doch einfach. Nee, hab ich nicht. Wird mir nur als Button angezeigt. Was brauchst du denn? Ach so, nee, warte. Alles Kommando zurück. Der Hirschbrecher wird mir auch noch angezeigt, dass ich den upgraden könnte. Den habe ich aber gerade abgegradet. Das heißt, das ist einfach so ein grundsätzlicher Button. Ja gut, dann ist das so. Ja, aber hier, du kannst die Zutaten haben, um deine Feuersteinachs zumindest auf 3 zu bringen. Habe ich gerade alles dabei. Musst du nehmen dies, musst du nehmen das. Wie ich eigentlich dich anschmeißen wollte und das nicht funktioniert hat. Ja, super. Feuersteinaxt aufwerten. Ach, jetzt sehe ich das. Okay, die Nummer, die hier angezeigt wird bei der Werkbank zum Aufwerten, ist nicht die Zielaufwertung. Also das heißt, wenn ich jetzt aufwerte, geht das nicht auf Level 3, sondern das ist das momentane Level meines Zeugs, was ich habe. Das ist ja irritierend. Okay. Das ist praktisch, du kannst es so hoch aufwerten, so hoch wie unsere Werkbank ist. Ah. Auf 4 können wir momentan noch nicht aufwerten. Clever. Das ist dann der Stern, der unten neben dem Aufwertsymbol steht. Auf 4 können wir noch nicht aufwerten, weil ja unsere Werkbank noch nicht auf 4 ist. Ah, okay. Das heißt, ich werde den Hirschbrecher nochmal upgraden. Nee, kann ich nicht, weil wir nicht genug Hirschtrophäen haben. Schade. Schade. Hier nicht auch eine Werkbank?
Wie viele Hörstrophäen brauchst du denn dafür? So, Hörsprecher. 4. Und wir haben aber nur noch eine. Es sei denn, wir haben in irgendeiner anderen Werkbank noch welche. Ich guck grad. Aber eigentlich hatte ich die Trophäen alle zusammengepackt. Aber ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Nee, haben wir nicht mehr. Okay. Hier ist übrigens auch eine Werkbank, ne? Wir müssen nicht immer bis ganz rauslaufen. Die ist aber, glaube ich, ist die auch aufgewertet? Nee, Level 1. Aber er zeigt mir trotzdem das Upgrade an. Naja, guck mal, er zeigt es dir an, aber du kannst es nicht upgraden, weil die Zahl blinkt, weil die hier halt nur auf 1 ist. Ach, ja, da unten, da blinkt's. Okay. Hm, recht hast du. So, was wollten wir jetzt noch machen? Wieder in den Düsterwald. Und okay. Dann müssen wir zum Wasser im Düsterwald und Zinn sammeln, damit du auch so ein Messer dir basteln kannst. Sehr gut. Jo. Offen in die falsche Richtung, oder? Ja. Düsterwald ist rechts. Wie ich einfach auch immer so, ohne drüber nachzudenken, ich laufe einfach so und denke mir so, passt schon. Mhm. Brauch Löwenzahn. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Also hier lang geht's dann zum Wasser und Düsterwald. La 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 la. Ich bin mal gespannt, wie viel dieses Upgrade von dem Hirschsprecher tatsächlich gebracht hat. An diese Upgrade habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, tatsächlich. La 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 la. Woran erkennt man jetzt, Moment. Zwei. Moritz. Woran erkenne ich jetzt eine Kupferader? Nee, Zinn. Zinn, meine ich ja. Indem du rangehst und da Zinn steht im besten Fall. Ja, aber von weiter weg würde ich gerne schon was sehen. Ah, nein, ich werde nass. Ach, es regnet sowieso. Also ich weiß, es war irgendwie am Wasser auch so ein kleines Hügelchen, aber ich weiß es halt auch nicht mehr genau. War es direkt im Wasser? Wir müssen einfach alles mal genauer inspizieren. Oh, richtig. Da ist ja zum Beispiel was im Wasser. Hm. Das ist es aber nicht. Ach, das Wetter ist ja wieder herrlich. Oder? Ja. Finde ich auch gut. Richtig gemütlich. Da sind irgendwelche. Ja, komm her. Nicht werfen. Ja, wir müssen die töten. Knüppel abholen. Hey, warum kann ich dich nicht töten? Ja, gefühlt ist es ein bisschen besser jetzt sogar. Hä? Okay, ich glaube, ich fliege gleich raus oder so. Okay. Ich kann die Nixe mit dem Messer gerade nicht verletzen. Es ist eine Wundernixe. Die erfüllt dir irgendeinen Wunsch. Ich konnte mit dem Hammer zumindest manchen. Ich glaube, ich kann keinen Schaden mit... Jetzt sag mir bitte nicht, dass dieses Messer überhaupt gar keinen Schaden macht. Oh nein. Ist es dieses Supermesser? Metzgermesser. Ein Metzgermesser, das speziell fürs Zähmen von Tieren designt wurde. Ach so. Na dann zähm mal die Nixe mit dem Messer. Ist aber eine interessante Art, Tiere zu zähmen. Kann nur zahme Kreaturen verletzen. Okay. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun, dass man ja auch Wildschweine dann haben kann? Kriegt man dadurch dann vielleicht mehr Rohstoffe, wenn man die mit dem Metzgermesser kalt macht? Das kann natürlich sein. Oder andere. Och, aber dann brauchen wir doch jetzt auch eh keinen Zinn. Stimmt, ja. Ach man, oh. Das heißt, jetzt vielleicht kriegt man dann anstatt Hackfleisch schöne Fleischscheiben oder so raus und die sind dann nährhafter oder irgendwas. Vor allem Hackfleisch. Ja, wenn du da mit so einem stumpfen Stein irgendwie auf das Tierfleisch einhaust. Tierfleisch ist auch schön. Oh, es ist so heiß. Halten wir einfach mal fest, unsere Gehirne sind einfach Moves. Ja. Von uns kommt halt nicht viel Produktives. Genau, wir keinen ja, dann würde ich sagen, weiter erkunden, oder? Da müssten wir vielleicht hier nochmal wieder rüber. Ja, stimmt, in neue Gefilde zu kommen. Warum habe ich denn hier was markiert? Da habe ich nichts hingeschrieben, Mann, war ich schlau. Also ich habe hier an einer Stelle sehr viele Grabsteine. Könnten wir nochmal hin.
Genau, lass uns an den Ort gehen, wo du tausendmal gestorben bist. Genau. So, dann schwimme ich mal rüber. Juhu. Ich habe hier nur einen Ort, wo ich einen Punkt hingesetzt habe. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Das ist natürlich super. Oder? Vor allem, weißt du, was auch super ist? Weil ich ja dachte, ich habe jetzt voll das krasse Messer, habe ich meine anderen Waffen zu Hause gelassen. Ich glaube, hier ist oh, Zinn. Nein. Ich glaube, das ist ja. Zinn. Ja, genau, richtig. Ich visiere es auch schon an. Das war aber nicht sehr viel Zinn. 3 Stück. Oh, okay. Hatte ich jetzt weniger erwartet. Okay, also sind es so kleine Steine, die aber so glänzen. Ja, hier waren jetzt auch wieder 3 Stück. Ah, guck an. Ich meine, Zinn brauchen wir ja trotzdem, wenn wir Bronze herstellen wollen, ne? Richtig. So. Hast du recht, die sind wirklich am Wasser. Nee, du bist einfach nur Stein. Du sinnloser Stein. Ja, echt mal. Oh, hier ist ein Kupfervorkommen. Habe ich das deswegen markiert? Weil ich bin jetzt mal schlau und werde mir halt wirklich einfach mal Kupfervorkommen markieren. Damit wir das finden, wenn wir es brauchen. Das klingt gut. Jetzt, wo ich weiß, dass man das ja auch mit Untertiteln machen kann, damit man weiß, warum man da was hingesetzt hat. Richtig. Boah, das ist richtig viel Kupfer hier. Und was brauchen wir denn eigentlich mehr? Zinn oder Kupfer? Naja, also eigentlich habe ich keine Ahnung. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob wir in Richtung des nächsten Bosses schon erkunden wollen. Oder meinst du, dazu sind wir einfach noch viel zu schwach? Na, wir können ja eventuell, wo war denn der nochmal? Oh nee, der ist ja da ganz hinten in der Höhle. Da müssen wir wieder das Wasser rüberfahren. Ist ja noch ich würde halt lieber vorher gerne uns ein bisschen aufwerten. Also sprich den Kohlemeiler bauen und dann irgendwie alles Gute machen, was wir machen können. Genau. Und dann gehen wir zu dem Boss und hoffen, dass wir nicht sterben. Die Hoffnung bleibt wahrscheinlich unerfüllt. Ich habe ein Grab gefunden. Yeah. Und ein Skelett. Ich habe ein Grab gefunden. Ich weiß nicht, warum ich mich freue, dass du ein Grab gefunden hast. Komm schon, das ist doch dein Lieblingsort. Aber wir können jetzt hier wirklich nicht rein, weil ich habe kein... Ich habe keine Waffe, ich habe halt nur eine Axt. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ihr könnt aber natürlich mal markiert. Ganz kurz reinschnuppern. Ja, wenn du dir zutraust, dass du die meisten alleine tot machst, können wir das machen. Ja, wir können ja auch schnell wieder rausgehen dann. Aber das hier ist halt so voll offensichtlich, dass ich die Hoffnung habe, dass es noch nicht so schwer. Hast du wenigstens eine Fackel bei? Ja. Warte, aber ich muss noch kurz eine Beere essen. Ja. So, na gut, Leute, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hiermit. Das Grab erkunden wir dann in der nächsten Folge oder wir gucken zumindest mal rein. Aber ja. im Abspann habe ich euch den Mattisto verlinkt, seine Playlist verlinkt, meine Playlist mit verlinkt. Also überall vorbeigucken. Das hilft uns sehr weiter und wäre bestimmt super toll. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Okay.